Oh nee. Oh nee, pfui Deivel. Er hat einen Fisch am Lagerfeuer und schmeißt jetzt schon wieder die Federn rein. Ja, geh doch weg. Das ist doch... Ah, oh, das stinkt doch. Och nee. Servus zusammen. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut und dabei seid, wenn unser Lafti im Dschungel von Green Hell am, ja, Bauen und am Überleben ist. In der letzten Folge war es ja so, dass wirklich nur ein kleiner Teil gefehlt hat, dass wir die Decke von unserem Gebäude soweit fertig bekommen. Ich hoffe, ich bin eigentlich überzeugt, dass es in dieser Folge soweit fertig wird. Aber jetzt schaut's erst einmal so aus, als... Ja, jetzt gehen wir erst einmal auf die Jagd. Okay. Wir beginnen den Tag mit der Jagd. Und verscheuchen erst einmal was zu jagen. Ich habe nämlich das Quieken vom Schweindel da schon gehört. Da vorne rennt das nächste. Okay, wird das jetzt eine Jagd oder... Was tut er da? Oder wird es eine Erkundungstour? Okay, also hier vorne schaut es aber auch ziemlich nice aus. Ja, nicht in den Dschungel rein. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Okay, also das Jagen, das müsste man fast noch einmal ein bisschen üben, weil so wie er sich da gerade bewegt, wird das, glaube ich... Okay, das soll, glaube ich, keine Jagd werden. Was habe ich denn da gemacht? Okay, eine Pilzsuchaktion. Ja, okay. Kann man machen. Muss man nicht. Aber auf jeden Fall hatten wir jetzt schon mehrfach die Möglichkeit, irgendwas zu erlegen. Und haben aber nicht geschossen. Also ist der... Bogen wahrscheinlich nur zur reinen Verteidigung. Wenn dann doch mal irgendwas ist. Huh, okay. Ja. Jetzt muss er nur aufpassen, dass er sich da jetzt nicht irgendwie verläuft, weil den Orientierungssinn, den hat er irgendwie wie ein Stein. Also den Stein hat, glaube ich, genauso viel Orientierungssinn wie unser Lafti hier. Ich erinnere da nur an die ersten Folgen, wo er, glaube ich, gerade die ersten 3-4 Mal, wo er dann zum Base Place ist, komplett einfach lost, mega sich verlaufen hat. Also von daher, ich glaube, dieser Baumstamm hat mehr Orientierungssinn als unser Lafti. Aber es könnte sein, dass es vor allem Kohlenhydrate sein soll. Ja, wahrscheinlich. Aber wir brauchen ja eigentlich auch... Ah! Okay, wir haben ja sowieso noch einen Piranha im Inventar. Ja, dann dürfte das wahrscheinlich eher so gewesen sein. Wir schauen mal eine kleine Runde, ob wir irgendwelche Früchte oder sowas finden. Das... Ja, geht auch mehr oder weniger gezielt hier und, ja, das war, glaube ich, hauptsächlich Kohlenhydrate. Weil jagen, denke ich jetzt mal eben fast nicht. Oh, ja, wir haben da ein paar Blutsauger. Nee, du hast alle weg, du hast keine Lupe mehr dran. Oder er will sich einfach vor der Bauarbeit drücken. Das könnte es natürlich auch sein.
So, wo geht er denn jetzt hin? Achtung, da krabbelt was. Das war jetzt entweder gekonnt ausgewichen oder einfach nur mega Glück gehabt. Ich vermute mal mega Glück gehabt. Na, was wird das? Wird das jetzt eine Folge? Wir machen alles Mögliche, aber bauen vorne nicht fertig. Das ist ja auch in der letzten Folge gewesen hier. Das war so Nonsens eigentlich. Wir hatten ja diese zwei kleinen Speerfallen. Nee, die macht mal weg und macht eine große draus. Also das war irgendwie so... War jetzt nicht unbedingt das Cleverste. Also das hätte es so gar nicht gebraucht eigentlich. Oh, gutes Timing. Fleisch ist fertig. Ah, mach mal eine Suppe draus. Macht Sinn. Oh nee. Oh nee, pfui Deivel. Er hat einen Fisch am Lagerfeuer und schmeißt jetzt schon wieder die Federn rein. Ja, geh doch weg. Das ist doch... Ah, das stinkt doch. Och nee. Oh. Den Fisch konntest du nachher selber essen, gell? Aber das macht er irgendwie... Ich habe, glaube ich, aufgehört, da drauf zu bauen, da eben zu schauen, wie oft er das gemacht hat. Hat der jetzt... Der hat jetzt tatsächlich gerade den Orangensaft vernichtet. Okay. Die ganze Zeit immer alles schön, ja, aufheben, aufheben, aufheben und dann einfach mal ohne mit der Wimper zu zucken an Orangensaft vernichten. Okay. Also cleverer wäre es ja gewesen, um allein auch Platz im Inventar zu schaffen. Wir gehen her und packen uns eine Kiste oder bauen uns eine Kiste und packen da das ganze Zeug rein. Aber nein, nein. Na, was wird denn das jetzt? Wird das jetzt, oh, wir spielen die ganze Folge jetzt noch rum oder wird denn jetzt auch mal hier was gebaut? Wir haben nicht mehr viel. Also es ist, was fehlen denn? Drei oder vier Lehmziegel dürften noch fehlen und dann haben wir es. Dass wir vorne die Decke zum ersten Stock fertig haben. Aber er macht jetzt so überhaupt gar keine Anstalten, da ein bisschen Gas zu geben. Also das hätte in der Zeit, wo er jetzt hier umhergegeistert ist, hätte das schon fertig werden können. Okay. Ja, willkommen bei Gärtnerarbeiten im Dschungel. Wir machen unseren Garten. Was ist denn da? Was tut er denn? Oh Mann. Also sorry Leute, ich habe echt keine Ahnung, was mich da geritten hat, dass ich da so einen Nonsens und so einen Quatsch da fabriziert habe, weil das ist auch so absolut unnötig, braucht's nicht. So, essenstechnisch dürften wir jetzt voll sein, jetzt sollte er mal dann so langsam anfangen zu arbeiten. Weil schließlich will er dann doch irgendwann einmal da vorne in... Ja, die angehende Villa einziehen und nicht erst in Folge 276. Ja, futtertechnisch bist voll, also die Ausrede zählt jetzt nimmer. Lass den Piranha drin, komm, lassen. Na? Wasser nochmal aufgefüllt. Jawohl, jetzt packt er sich ein Lehm. Sehr schön. Und er flitzt sogar nach vorne. Ja, unser Lafti. Vielleicht hat er gerade seine Motivation zum Bauen gefunden. Wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil ihr seht es. Viel fehlt nicht mehr und das Erdgeschoss ist dann soweit. Jawohl. Lagerfeuer, Asche. Haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Warum bei dem Lagerfeuer in dem Ofen
immer die ganze Zeit nur eine Lagerfeuerasche rauskommt und gar keine Kohle. Das weiß ich bis jetzt auch noch nicht. Ist ganz komisch. Aber wir hatten auf jeden Fall mal eine Folge, da war Kohle mit dabei. Das war es aber dann auch schon wieder. Aber warum? Egal, wir haben jetzt auf jeden Fall genug Asche, um zumindest das komplette Erdgeschoss eigentlich fertig zu machen. Also da hält uns auf jeden Fall fehlende Asche jetzt nicht mehr auf. Ja, das Wasser gleich rein. Soweit fertig machen. Dann können wir die jetzt dann auch gleich wieder hinten auffüllen. Jawohl. Ja, wird doch noch ein produktiver Tag. Ja, hilft alles nichts. Wir müssen mit unserer Bude hier mal vorankommen. Ja, das ist doch egal, ob du das da oben in die Ecke reinziehst oder nicht. Und den nächsten Lehmbrocken nehmen. Und vor allem müssen wir, sobald die Regenzeit wieder anfängt, da vorne große Wasserfilter bauen. Also die mit diesen Behältern. Dass wir dann für die nächste Trockenzeit schon mal ein bisschen vorsorgen. Das ist doch so egal, wo das in deinem Inventar ist, Junge. Na komm. Es fehlt nicht mehr viel und wir haben die Decke fertig. Oh, jetzt macht er da aber gleich einen auf. Ah, wir machen alles fertig und machen jetzt dann Vollgas, oder was? Ja, schön. So, wie viel fehlen noch? Ja, okay, es sind 4. 4 Lehmziegel haben zum Beenden der Decke gefehlt. 4 Stück. Das ist gar nichts. Wenn wir überlegen, wie viel wir da schon verbaut haben. Es fehlen nur noch 2. Wehe, du tust jetzt irgendwas anderes. Nicht, dass er jetzt auf die Idee kommt, ah, er geht jetzt doch jagen oder was weiß ich. Einer noch und wir haben die Decke fertig. Da müssen wir noch ein paar Wände reinziehen. Und dann sind wir mit dem Erdgeschoss vom Bauen her soweit durch. Dann fehlt eigentlich nur noch das Einrichten, theoretisch. Jawoll! Die Decke ist komplett fertig. Ja, genau. Und schön im Kreis drehen und freuen, ne? Was macht... Oh, ja, heute ist er ja dann doch fleißig und motiviert. Und gleich die nächste Wand eingezogen. Okay, mir soll's recht sein, dass wir hier wirklich dann auch mal vorankommen. Es ist halt schon echt ein gigantisch großes Bauprojekt. Und wenn wir da die Wände und so weiter drin haben, dann sind wir noch lange nicht fertig. Da kommt ja dann noch viel, 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 viel mehr. Also von daher... Ja. Aber wir haben jetzt schon 31 Folgen hinter uns. Das hier ist Folge 32. Wir sind momentan 9 Tage in der Trockenheit. Wobei, die Trockenheit, die interessiert uns doch sowieso mittlerweile nicht mehr. Also da dachte ich anfangs doch schon, dass die uns mehr zu schaffen macht, aber ihr habt es die letzten Folgen gesehen. Es ist ein kleiner Mehraufwand, das war's. Aber er zieht das jetzt hier mit der Wand auch direkt durch. Jawohl. Fleißig, fleißig. Ja, jetzt haben wir die Wand auch gleich drin.
Also nur, dass ihr da schon mal so ein bisschen seht, wie ich das auch vorhabe. Das, was wir jetzt gerade hochziehen, also diese Wand, was wir gerade hochziehen, wird ein Teil von der Vorratskammer dann werden. Könnt ihr euch noch nicht so ganz vorstellen? Kommt noch, keine Sorge. Es wird eine richtig kleine, eigenständige Kammer werden. Und jetzt kommt mir gerade doch noch eine andere Idee, wie wir hätten auch bauen können, was sicherlich auch unglaublich interessant geworden wäre. Aber der Zug ist schon abgefahren. Das kriegen wir nicht mehr hin. Aber das, was wir jetzt so bauen, das reicht auch aus. Da haben wir auch noch genug zu tun. Ja, es ist schön, wenn du da jetzt köchelst. Komm ja nicht auf die Idee, das Zeug auch zu futtern, weil du bist dreckig. Was tust du? Nein, geh weiterbauen. Du hast da zwei Piranha. Spoiler-Alarm, du wirst überladen werden. Dafür hast du auch nicht den Platz. Nie im Leben. Ja, nee, doch, das stackt sich ja. Okay, nee, das kriegt man hin. Aber was tust du? Okay, gut. Wir haben jetzt eine kleine Wand reingezogen fast. Wir haben das Dach oder die Decke fertig gemacht. Jetzt können wir dann erstmal wieder ein bisschen chillen. Also die Arbeitsmoral, da müssen wir echt noch einmal dran arbeiten. Ja, okay. Das hat er jetzt, glaube ich, gehört. Jetzt fängt er wieder an. Ja, wie sich. Es ist interessant, wenn man auf das Gebäude zuläuft und man sieht dann, wie sich so die einzelnen Balken aufbauen, im Hintergrund von den Stämmen, die wir verbaut haben. Schaut interessant aus. Ja, komm los, Hackengas. Da geht noch was. Vergiss aber dein Piranha-Net nicht, dass er verbrennt. Ja, genau. Also auch wenn du fünfmal da reinguckst, du hast da nichts mehr, was du großmächtig irgendwie hättest reinlegen können. Und auch wenn du es danach noch einmal aufmachst und noch mal aufmachst, da ist dann kein Brennmaterial oder sonst was drin, was du da reinhauen kannst. Also zwischenzeitlich habe ich echt das Gefühl, dass ich beim Zocken maximal verwirrt war. Also richtig maximal verwirrt. Komm, du kannst schon wieder rennen. Lauf, tu es. Okay, ich wäre ja auch damit einverstanden, wenn er die Lehmmischer jetzt soweit vollpackt mit Lehm, dass wir in der nächsten Folge gleich direkt Vollgas reinhauen können. Das wäre auch noch akzeptabel. Vorsicht in diese Richtung. Da hattest du vorhin das Geräusch von einer Spinne in der Nähe. Geh da mal besser nicht zu weit nach vorne. Weil irgendwo krabbelt da eine rum. Okay. Es dürfte jetzt so ein bisschen Holz gewesen sein, dass wir da was zum Verbrennen haben, das Feuer ja nicht ausgeht. Warum denn schon? Also abgesehen davon, dass du dreckig bist. Jetzt schon wieder futtern, also ich denke nicht, dass du Proteine gebraucht hättest. Das hättest in der nächsten Folge als Frühstück hättest du das reinziehen können, ja. Aber so. Ja, wobei.
Okay, nee, nee, nehme ich zurück. Lass mal zählen. Es ist. Protein war jetzt nicht voll. 22 Protein haben wir durch den Fisch dazu bekommen. Also doch recht viel auch. Also von daher ist es okay. So, Sonne geht unter. So langsam geht sie unter. Und Salafti ist immer noch am Flitzen. Fleißig, fleißig. Also die Urne Mischbox kannst du auf jeden Fall noch voll machen. Das ist jetzt noch Urma laufen. Das wird schon hinhauen. Danach waschen, Abendessen und dann darfst du in die Koje. Okay, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er wirklich oder dass ich wirklich hergehe und noch den einen Mischer voll mache, aber anscheinend tatsächlich. Okay. Also ohne Witz, ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass der eine Mischer noch voll gemacht wird. Aber okay. Soll uns recht sein, dann können wir in der nächsten Folge gleich weiter und weiter und weiter bauen. Das ist gut. Wasser haben wir auch direkt da. Okay, aber den nächsten Lehmischer macht er jetzt nimmer voll. Oder? Ah, okay. Da dürfte jetzt, glaube ich, aber nimmer viel fehlen zum Überladen sein. Und ein paar Mäusefallen sollte er vielleicht einmal aufstellen. Das Gequieke. Ich würde da, glaube ich, so durchdrehen, wenn das real wäre. Okay, ich würde in der Situation allgemein durchdrehen. Damit mal angefangen. Okay. Waschen. Ja, nochmal. Passt auf. Und jetzt geht er ans Lagerfeuer, macht Abendbrot und haut sich dann in die Koje. Ja, wobei wir jetzt auch nicht großmächtig irgendwie noch was hätten, wo man sagen kann, okay, er könnte sich was kochen. Könnte sich, ja genau, ein Süppchen könnte er sich schon noch machen, ja. Aber das flasht halt trotzdem. Die ganze Zeit predige ich, ja, ich heb mir das Zeug, das fertig abgepackte Zeug, hebe ich mir für die Eskalation auf, bis es gar nicht mehr anders da geht, bevor ich abnippel. Und dann zieht er sich einfach einen O-Saft rein. Okay. Schon mal vorbereitet. So, das hätte jetzt aber nicht. Ja, genau, jetzt. Ne, das hätte er sich sparen können. Das hätte er in der Früh als Frühstück sich reinziehen können. Alles gut, aber jetzt hätte es das nicht mehr zwingend gebraucht. Er geht lieber noch ein paar Bananen snacken. Genau. Ja, okay. Ja. Jeder, der die Green Hell Folgen kennt, weiß, was jetzt kommt. Jetzt kommt das obligatorische Nachlegen in der Nacht. Heißt auch, dass wir am Ende von der Folge angelangt sind. Ihr kennt es ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Kommi oder, wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Zeigt's die Unterstützung. Ich find's voll cool, wenn ich dann immer Kommentare habe. Und wir sehen uns dann zu der nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Servus.